Hallo! Willkommen zu einer neuen Folge Let's Survive Minecraft. Folge Nummer 26 in unserer Survival-Hardcore-Welt. Ja, in Zeiten der Corona-Krise. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Wir werden im heutigen Teil, ich weiß noch nicht, was tun. Aber das weiß ich ja irgendwie nie, wenn ich eine... Oh, oh. So. Warte, ich dachte, da wäre irgendwas Schönes zum Erkunden. Ist aber nicht. Schade. Na gut, liebes Schaf, damit du ja wieder rauskommst, ebne ich dir einmal den Weg. So, bitteschön. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Nein, du weißt es natürlich nicht. Egal. Du hast noch ein Ei für mich. Perfekt. Die Eier können wir auch direkt wieder verwurschen, wenn da der Creeper weg ist. Du lässt den Creeper weg sein. Das Skelett da vorne turnt immer noch im Schwimmbecken darum. Das ist auch ein Grund, warum ich das... Okay, das sieht safe aus. Warum ich das gerne weghaben möchte, weil ich tatsächlich einfach... Ich möchte, dass sich da Ungeziefer sammelt. So, und wir können ernten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch direkt mal. Hoppala. So, ernten wir. Wir ernten, was wir säen. Und pflanzen direkt weiteres Getreide an. So. Nutzen wir einfach das mal dafür. Wenn ich gleich, falls da irgendwie Weizen drin ist, irgendwelche Tierchen anlocken oder so. Warum pflanze ich noch nichts anderes an? Einfach, weil ich glaube, noch gar keine Möhren und noch keine Kartoffeln habe. Ich würde ganz gerne... Huch, das leckte jetzt gerade ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Ich würde ja ganz gerne noch Möhren und Kartoffeln anpflanzen. Aber das funktioniert ja leider noch nicht, weil, wie gesagt, wir haben noch keine entsprechenden Samen dafür. Mensch, wie ärgerlich. Ja, machen wir ein bisschen wie im Multiplayer. Wir das so gerne mal machen. Agrarwirtschaft. Landwirtschaft, das ist quasi hier so ein kombinierter Landwirtschafts- und sonst was Simulator. Irgendwie. Oder auch irgendwie nicht. Kann man jetzt so oder so sehen. So, dann muss das Feld jetzt bepflanzt werden. Upp. Sollte vielleicht auch ein bisschen da mal dran denken, einen Zaun drum zu machen, glaube ich. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Krass, wie schnell so eine Steinhacke doch leer ist. Er hat jetzt 10x8, also 80 Felder. Wie viel sind das? Sind das 80 Felder? Kann gut hinkommen, oder? Wir sind 10x8 hier gewesen. Also 8 auf jeden Fall. 10 bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte ich ja jetzt mal nachzählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10. Gut. Ja, 80 kleine Fältchen hier. Unter Feige schaufelt. Oder. Nein. Gut. Bepflanzungsfähig gemacht. Nennt man das? Boah, wie nennt man das? Kacke. Jetzt ernsthaft, wie nennt man das? Ich habe keinen Plan gerade. Wirklich. Ist ja nur Mattscheibe. Ja, so, dann locken wir die Schafe mal so ein bisschen mehr hier hin. Die Hühnchen auch. Hallo, liebe Schafis. Hallo, du. Hallo, du. Ihr dürft jetzt gerne mal ein bisschen herkommen. Wie? Ich würde sagen, interessierst dich nicht mehr für mich? Mein Gott. So. Ihr kommt jetzt einfach mal alle. Achso. Naja, gut, komm, egal. Egal. Achso, und was ich noch machen wollte, ist ja die ganzen Rohstoffe hier reinpacken. So. Wir packen jetzt einfach mal hier ganze Kohle rein. Da oben packen wir das hier mal rein. So. Dann backen wir Brot. Und den Rest packen wir wieder hier. Die Trüchen. So,
Das seht ihr, das funktioniert ganz gut. Jetzt wird im Moment hier Cobblestone gebrannt. Klasse, ich bin sehr begeistert. Wirklich, mega. Das ist klasse, das gefällt mir echt gut, das System funktioniert. Das werden wir halt auch im Verlauf halt hier in unserem Haus einbauen. So ist mein Plan. Birke können wir direkt mal fällen. Habe ich keine Axt mehr? Genau, das wird halt im Haus auch reingebaut, ins Haus auch reingebaut. Mensch. Manchmal lässt mein Deutsch auch echt zu wünschen übrig. Wird ins Haus reingebaut. So. Stein, Stein. Warum machst du das nicht? So. Hühnchen. Mal rauslegen. So. Ah, gucken Sie hier. Die haben Eier gelegt. Klasse, das funktioniert super. Ich bin wirklich begeistert, wie gut das funktioniert. Ja, gut, das habe ich mir aber auch ja schon ein bisschen im Vorhinein überlegt. Ne? Never change a running system. Endlich mein System, das funktioniert. Muhaha. So. Wie geht's weiter? I don't know. I really don't know. Könnte auch mir vorstellen, im Laufe der Zeit jetzt mal anzufangen, eine Baumfarm zu basteln. Ah, wie haben wir denn? Hier Glas? Haben wir hier Sand? Haben wir Glas? Glaube nicht, oder? Ne, haben wir natürlich nicht. Haben wir natürlich nicht. Muss auch irgendwann mal die Truhen beschriften, sonst finde ich da nichts mehr wieder. Haben wir Sand? Haben wir Glas? Haben wir Sand? Wir haben Sand. Wir haben auch Glasscheiben. Klasse. Wie ich das Ding gemacht, habe ich das mit Glasscheiben gemacht. Ja gut. Wir das wie auch so weiter. Mit zwei Abstand. Drei. So ein Dreierfenster ist ganz gut. Nein. Das ist doch Ressourcenverschwendung. So. Das lassen wir jetzt einfach so. Hier bauen wir ein Panoramafenster rein, würde ich sagen. Haben wir da drei Abstand. Eins, zwei, drei, so. Also so ein kleineres Panoramafenster ist jetzt kein großes Panoramafenster. Aber es ist immer, man kann hier schön auf den Berg gucken, schön auf den Eingang gucken, gucken, was da los ist, so. Und dann haben wir hier nochmal so ein Dreierfenster. Da bauen wir kein Fenster rein, weil da steht der Hühnerturm. Aber hier. Das ist doch gut. Da bauen wir auch so ein Dreier, so ein da rein, so. Ja. Hier noch eins. Hier noch eins hin, oder? Ah. Bin mir ein bisschen unschlüssig, wie ihr merkt, aber das wird sich alles legen. So, hier bauen wir eins rein. Zack. Hier können wir dasselbe machen wie da drüben. Also quasi drei Abstand. So, und da auch eins. Drei Abstände da, dann quasi ein 2x4 Fenster hier. Also nicht nur quasi, sondern es ist ja ein 2x4 Fenster. Hier rein. So. Klasse. Schön. Das gefällt mir doch ein bisschen besser. Da haben wir da ein bisschen Leben reingebracht. Da oben brauchen wir nachher auch noch Fenster. Da würde ich das hier auch nochmal da reinlegen. Aktuell brennt ja das Ganze, den ganzen Stein. Das dauert jetzt natürlich so seine Zeit, ne? Ich, wie gesagt, ich könnte den Prozess beschleunigen, aber ich habe ja im Moment auch einfach nicht die, ja, nicht die Intention, das Ganze schneller zu machen. Ich will das Ganze ja möglichst lang ziehen auch und das Projekt auch lang ziehen. Ich möchte ja jetzt auch nicht hier direkt im ersten Anlauf sterben. Entgegen dem Schockmoment, den ich ja letzten Folge, Anfang der letzten Folge eröffnet habe. Nein, keine Sorge, es wird das auch weiterhin geben. Das Projekt wird nicht abgebrochen. Im Gegensatz zu, wie ja schon gesagt, zu, da oben könnte ich ja weiter basteln, zum
Anno-Projekt, das erstmal auf Eis gelegt ist. Das wird auch nicht auf ewig auf Eis gelegt sein, aber im Moment haben wir noch ein paar andere Dinge, die laufen parallel und da ist Anno jetzt gerade erstmal so ein bisschen zweitrangig. Eigentlich habe ich auch nur die Fenster reingebaut, damit ich so ein bisschen Material für oben habe. Aber das sieht doch jetzt schon alles ein bisschen wohnlicher aus. Na, oh, ehrlich, Henrik. Manchmal bist du auch so ein bisschen baubehindert. So, ich frage mich nur tatsächlich immer noch, wo ich den Balkon hinbaue. Ja, da guckst du halt da drauf, ne? Hier hätte ich halt tatsächlich fast eher gesagt. So, da kann ich also schön abends mit einer Zigarre und einem Whisky schön auf dem Balkon sitzen. Ja, das ist doch cool, das machen wir. Da finde ich nicht gut und da, nee, finde ich auch nicht so gut. Doch direkt die Treppe, das finde ich nicht cool. Nee, das machen wir nicht. So. Quatsch, ich erwische da immer die falsche Truhe. Ich könnte das auch mal sortieren, ne? Könnte ich aber auch sein lassen, habe ich gerade keine Lust zu. Ich habe gerade tatsächlich eher Lust hier wieder Hühnchen zu machen. Richtig artgerechte Haltung ist das ja auch nicht, das gebe ich zu. Tut mir auch leid. Wirklich? Ja, wirklich, das tut mir leid. Das nicht mit Glas machen? Das wäre auch eine Idee, das einfach mit Glas zu machen. Ja, aber dafür muss das Glas erstmal fertig werden. Karte, 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 was sagt unsere Karte? Karte sagt, okay, cool. Cool. So, das wird alles gebrannt. Schön, klasse. Schön. Was mache ich jetzt? Völlige Planlosigkeit, würde ich sagen. Also wirklich völlige Planlosigkeit. Das muss ich mir gerade mal notieren. Völlig planlos bin ich hier. Wir füllen einfach das hier so ein bisschen auf noch. Damit das hier auch endlich mal alles grün wird. Schubidua, Schubidua, Schubidua. Ich bin tatsächlich, ich mag das ja ungern zugeben, aber ich bin so ein bisschen wie Lars. Ne? Lars kann ja auch nicht an einer Sache festhalten und eine Sache bauen. Und Lars macht ja auch irgendwie immer verschiedene Dinge. Ich muss mir auch noch überlegen, ich möchte gerne auch noch eine Monsterfalle bauen. Also da unten, wo wir den Spinnenspawner gefunden haben, da in unserem Ohr, da hat der Huhn wieder ein Ei gelegt. Das war jetzt schon wieder. Also habt ihr gemerkt, ne? War jetzt schon wieder. Ich konnte schon wieder nicht die Aufmerksamkeit darauf halten. Nein. Da, wo wir den Spinnenspawner gefunden haben, das dürfte ja. Ach nee, das wird relativ weit im. Gut. Aber dann könnte auch so ein Leuchtturm da drauf bauen. Das wird Lars feiern. Lars würde das jetzt feiern. Genau, so ein Leuchtturm da drauf bauen. Für die vielen Schiffe, die hier ankommen werden, nicht. Ja, das ist eine Idee. Ich bin eigentlich auch relativ begeistert, wie schnell das hier mit dem Seetang ging, dass der gebrannt wurde. Es hat jetzt knapp 2 Folgen gedauert oder drei? Drei, zwei? Eine? Zwei. Das ist doch. Oh, Fischlis hat euch verfangen. Das ist tatsächlich echt schneller, als ich dachte. Kommt, bitte, bitte, bitte. Ohne dass ich. Ah, schade. Diesmal hat es nicht geklappt. Beim letzten Mal hat es gut geklappt. Diesmal hat es nicht geklappt. Schade.
Also wie gesagt, beim letzten Mal ging das, also ach, nicht beim letzten Mal, doch beim letzten Mal ging das hier relativ gut. Und ich bin begeistert, wie schnell das tatsächlich mit dem, glaube ich, war ja mit dem Boot rüber, das geht ein bisschen fixer, mit dem Seetang ging. Getrockneter Seetang, also nicht so ein Seetangblock, sondern einfach so ein getrockneter Seetang, den kann man auch tatsächlich gut als Essen benutzen. Der gibt irgendwie einen Block Regeneration und wenn man gerade irgendwie nichts anderes hat und Seetang hat, dann kann man das als Essen benutzen. Ah, was ich jetzt auch machen werde, ist, ich werde die Kohle, die ich da drin habe, nicht als Kohle verfeuern, sondern als Kohleblock. Das hält nämlich auch länger. Kleiner Lifehack nebenbei. Und wenn ich das gemacht habe, so, die Kohle hier jetzt zu Kohle Blöcken. So. Kleiner Lifehack nebenbei. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich auch sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat mir wieder Spaß gemacht, auch wenn wir wieder völlig planlos durch die Gegend gelaufen sind. Ich habe das Gefühl, was machen wir jetzt andauernd im Moment. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei. Gott, das stört mich hier gerade. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch bitte unseren Kanal. Das könnt ihr jetzt machen über das. Über das Button, über den Button, der jetzt hier oben rechts im Video eingeblendet ist. So sieht das so ein bisschen besser aus. Und das stört mich immer noch, der jetzt gleich oben rechts im Video eingeblendet ist. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann könnt ihr das über den Button, der unten rechts im Video eingeblendet ist, machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Tagen, wenn es wieder heißt, Let's Survive Minecraft im Hardcore-Modus. Bis die Tage. Ciao, ciao.